Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Partie des Monats Mai 2012. In diesem Monat spielte ich in Einhausen das Ried Open. Hierbei lief es für mich nicht so gut, weil ich in allen meinen Schwarzpartien nicht über ein Remis hinauskam. Dafür gewann ich aber meine 4 Weißpartien und holte damit 5,5 aus 7 und wurde am Ende Vierter. Meine schönste Partie gelang mir gegen den internationalen Meister Viktor Gasthofer. Hierbei kam die französische Verteidigung aufs Brett. Ich spielte zur Abwechslung mal die Vorstoßvariante, weil ich glaubte, in seinem Repertoire eine Schwäche erkannt zu haben. Und es kam genau das aufs Brett, was ich vorbereitet habe. Nach meiner Erneuerung war nach ein paar weiteren Zügen seine Stellung schon so gut wie verloren. Mit einer Kombination gewann ich Material, was dann auch entscheidend für die Partie war. Hallo, ich begrüße Sie recht herzlich zu meinem Training. Mein heutiges Thema ist die Ried Open. Ich habe dort ganz gut gespielt, dritter Platz geteilt und mehrere schöne Partien. Ja, meine beste Partie war in die vierte Runde. Ja, ich spielte gegen einen hier mit 2-3. Und normalerweise, wenn ich bin gut vorbereitet, es sieht so aus, wie wenn ich spiele gegen einen Anfänger. So, also fangen wir an. E4, E6, D4, D5. So, und normalerweise spiele Springer C3. Aber ich habe gesehen, dass meine Gegner, wenn Springer D3 oder Springer D2 kommt, er spielt drittens D schlägt E und versucht Remis zu klammern. Also zum Beispiel in der sechsten Runde, wenn er spielte gegen Tschernow, eine Ehren mit 2,450, er spielte D schlägt E. Und in dieser Variante, er erreichte ziemlich einfach Remis. Und deswegen, versuchte eine andere Schwachstelle in seinem Repertoire zu finden und entschied mich für E5. Das ist ein sehr strategischer Zug. Also strategisch gesehen steht Weiß schon auf Gewinn. Weiß bekommt Raumvorteil und konstruiert eine C3 D4 E5 Chain. Also normalerweise bin taktisch sehr stark, aber ja, wie gesagt, strategisch ist diese Variante schon so gut wie gewonnen für Weiß und muss nur aufpassen, dass Schwarz nicht das Zentrum sprengt. Und ja, taktisch, ich bin so gut, dass ich bin sowieso stärker als meine Gegner. Also ich habe das gespielt. Dame B6, Springer F3, Springer C6, A3. Ja, früher ich spielte Läufer D3, aber A3 ist besser. Und hier A5, ja, er hat auch Läufer D7 gespielt, auch nicht das Beste. B4 nimmt Turm C8, Läufer B2, Springer A5 und so weiter. Und hier, ich denke, Weiß besser steht. Also er spielte seinen anderen Zug, den er auch schon gespielt hat. Also A5. Und jetzt Läufer D3. Läufer D7 und hier, ich kann im Gegensatz zu Variante ohne A3 Läufer C2 spielen, denn ohne A3 Variante ist C schlägt D4 und Springer B4 möglich. Auch Gambit Rochade wäre auch mit A3 A5 ist besser als ohne. Hier der Hauptzug wäre Springer H6, Rochade CD und Springer F5. Läufer F5, E5, Springer C3, Läufer E6. Ich denke, hier Weiß hat ein bisschen Druck, aber es ist nicht so leicht. Springer A4 oder Dame A4 hier. Man weiß, etwas besser steht. Aber das ist strategisch. Aber hier, er spielte A4, genau wie er schon früher gespielt hatte. Dame B5, Springer D2, Springer G7. So, und in dieser Stellung, mein Computer verriet mir eine starke Neuerung. Und das ist B4.
Und nach diesem Zug einfach Bauern werden getauscht und das Zentrum ist unter meine Kontrolle. Also AB ist so gut wie erzwungen. Auf CD, ich komme mit meinem Springer nach C3 und nach C4, ich kann Springer G5 spielen und Königsflügel angreifen. Also A schlägt B, Springer schlägt, CD4, B6, er muss C5 schützen. Jetzt A4, wann er nimmt, dann ich spiele Läufer D3, okay, Turm C4, dann verlieren die Qualle, oder so Turm B1 und ich durchspringe C5, sehr gefährlich. Dame A6, Läufer D3, auch Läufer A3 war interessant, und hier Dame A7. Ja, hier damals B7 wäre etwas besser gewesen. Wir werden noch sehen, warum. Dame A7 und Läufer D2 und wartet ab, wo schwarzer Springer hingeht. Und nach Springer C8, das war ein schlechter Zug. Er muss vielleicht G6, Läufer G7 machen oder Springer G6, aber nach Springer G6, ich kann Hafi spielen, das ist schon schwierig. Also Springer, aber nach Springer C8 ist wahrscheinlich sofort verloren. Springer G5. Hier H7 hängt, also er spielt H6. Dame H5. Er kann nicht G6 spielen wegen Läufer G6, FG6, Dame G6. Und Dame F6 schafft und ich gewinne Turm H8. Also Springer D8, einziger Zug. Und jetzt noch einen starken Zwischenzug und deswegen war auch vorhin Dame B7 besser, A5, jetzt er kann nicht nehmen, wegen Turm nimmt, und Turm nimmt A8, Springer F7, Läufer G6, deswegen er muss B5 spielen, und hier, ich spiele natürlich Springer F7, Läufer G6, Läufer C6, und hier, ich habe mehrere Möglichkeiten. Die Stellung ist aber sowieso total gewonnen, also ich habe lange überlegt, ob ich das Endspiel mit mehr Bauern spielen soll, nach Turm FC1. Dame D7, nimmt alles auf F7. Und Turm C6, wahrscheinlich stehe auf Gewinn, aber muss noch ein bisschen arbeiten. Aber bester Zug und schönster Weg zum Gewinn wäre gewesen, Turm schlägt C6. Läufer F7, Läufer G5, Turm C1 und wo immer er hingeht, Dame D7 oder Dame B7, ich spiele Springer C5 und gewinne den Bauern auf E6 und dann kann zum Beispiel Turm C7 spielen, das ist ganz leicht gewonnen. Ich habe leider nicht gesehen diese Möglichkeit, aber ich habe auch guten Plan gefunden, nämlich F4. Und Plan ist einfach F5, er kann seine Läufer, kommt überhaupt nicht raus hier. Er muss seine Springer opfern, um zu Rochade zu kommen. Springer D6, ED6, Läufer nimmt, F5, Rochade, F6, Springer F5. Und hier, ich habe ganz viele verschiedene Gewinnmöglichkeiten, habe aber wieder nur zweitbesten Zug gewählt. Der beste Zug wäre Läufer schlägt H6 gewesen. Das ist ein Computerzug. Das ich kann nicht finden am Brett. Aber Läufer schlägt H6 und die Idee ist Läufer F7. Auf Spring F7, Dame G6, König H8, er schlägt F. Und Matt aufs H6 oder Schwarz muss Dame opfern. Ich spiele den zweitbesten Zug, weil ich habe einen anderen guten Weg gesehen. Turm F8. Und E7. Wann er nimmt man mit Dame, dann mein Bauer ist nicht gefesselt und ich kann D-Schlag E5 nehmen. Und wenn er nimmt mit Läufer, dann ich kann mit der Dame auf E5 nehmen. Also er nahm meine Läufer. Und jetzt ich habe einfach eine Qualle mehr. Und Weiß gewinnt. Leicht. A6. Und der Rest ist nicht mehr wichtig zu kommentieren. Ich habe nach ein paar weiteren Zügen hier einen Turm mehr und hier mein Gegner überschritt die Zeit und leicht gewonnen hier. Ein schöner Sieg. Ja, vielen Dank für
dass Sie alle gekommen sind und bis zum nächsten Monat mit meinem Training.